Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Ja, heute ein kleines Video, 3 Minuten 56 lang. Nicht das größte Video, aber es war ein sehr spannendes Lost Place Video. Wenn ihr gruselige und geheime Sachen sehen wollt, schaut gerne auf mein Insta vorbei. Oder guckt das Video komplett da. Seht ihr vielleicht noch mal ein paar Ausschnitte von Bildern, die ich gemacht habe, die im Nachhinein, wo wir sie angeguckt hatten, sehr gruselige Dinge enthalten hatten. Oder vielleicht zeige ich auch noch im Verlauf des Videos dazu was. Jo, let's go. Hier ist schon uns direkt etwas. Es ist nicht gruselig, aber halt, ja, es gibt nur noch wenige Häuser, Lost Places, wo so eine Steinskulptur mit einer Frau und Efeu bewachsen ist. Das war schon sehr witzig, als wir das gesehen haben. Und sah auch sehr schön aus. Es waren hinten am Kopf Initialen eingearbeitet, also den Namen darf ich leider nicht sagen. Hier war früher, wir hatten auf Google Maps, im Jahr 2014 war dort noch ein See, 2015 schon nicht mehr. Wahrscheinlich ist irgendwas damit passiert. Hier nochmal eine kleine Brücke. Früher war dort auch ein Fluss. Das Lost Bay ist schon sehr, sehr lange verlassen. Da dort ja auch eine schon sehr alte Bank war. Wir haben geguckt und das Lost Place steht auch leider nicht zum Verkauf oder sonstiges. Es ist, so wie wir vermuten, seit insgesamt 4 oder 5 Jahren verlassen. So wie wir recherchiert haben. Am gruseligsten waren erstens die Fotos, die wir gemacht haben, die wir uns im Nachhinein nochmal angeguckt haben. Und dieses Grab, das ihr da gerade gesehen habt. Dort stand drauf, wir danken Herr Mustermann jetzt, ich darf den Namen nicht sagen, dass dieses Grundstück begrabbar gemacht wurde. Das heißt so viel, dass man halt dort Leute begraben darf auf dem Grundstück mit der Erlaubnis vom Amt. Insgesamt waren dort 3 Gräber, 1 Grab im See und 2 Gräber verteilt auf dem Grundstück und ja, mit verschiedenen Namen drauf. Dort konnten wir leider nicht rein in diese kleine Hütte, da eigentlich fast alles abgeschlossen war. Auch das Haupthaus, das ihr gleich am Ende sehen wird, war leider auch abgeschlossen. Und ja, freut euch schon mal aufs nächste Lost Place Video. Es ist schon alles gedreht worden, ich muss es nur noch zusammenschneiden. Und dann könnt ihr es euch wieder reinziehen. Hier seht ihr nochmal die Badewanne. Dort war etwas drin. Wir haben im Nachhinein nach dem Videodreh nochmal mit einem Stock geguckt, was dort drin ist. Und dann kamen Tierknochen hoch. Vermuten wir, dass es Tierknochen waren. Wir waren uns nicht ganz sicher. Aber sie waren schon größer. Der größte Knochen ging ungefähr von meinen Fingern bis zu meinen Ellenbogen. Ja. Hier im Hintergrund seht ihr auch nochmal das Haupthaus. Alle Rollläden waren unten. Wir konnten reinfilmen durch ein ganz kleines altes Fenster. Doch wir hatten eine Taschenlampe dabei, doch es hat nicht funktioniert, da dort nochmal eine Fensterscheibe davor war. Wir haben natürlich nur für euch versucht, die bestmöglichsten Aufnahmen zu machen und versuchen, überall reinzukommen, aber es war dann wirklich zu riskant reinzugehen, da links und rechts Leute gewohnt hatten, die auf der Terrasse gehockt haben. Hier seht ihr nochmal den Heizungsraum neben ganz hinten vom ganzen Grundstück. Insgesamt ist das Grundstück 6000 Quadratmeter groß. So zumindest Google Maps. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein.